Lydias Verschwindibus. Schöne heiße Quellen. Wo ist der Stein? Irgendwo ist ein Stein. Da oben ist er. Ich sehe ihn. Hm? Sitzt da jemand? Nee. So ausgesehen. Was bist denn du für einer? Libelle. Atronachenstein. Schauen wir mal. Wer unter dem Zeichen des Atronachen steht, nimmt einen Teil der angreifenden Zauberschadens auf und besitzt mehr Magika. Regeneriert sie dafür aber langsamer. Hm. Nee. Will nicht. Will nicht langsam Magika regenerieren. Wow, da dampft's aber. Was ist denn da? Schau mal. Ist das was? Was ist das hier? Ja, da kommen wir sicher ein anderes Mal hin. Im Moment bin ich mehr an dem da interessiert. Ist das recht heiß? Verbrenne ich mir da meine... Au! Schön heiß. Da ist nix. Ein paar Ruinen. Oh, und ein Skelett. Hallo, Herr Skelett. Wow, das schwule Diadem. Sorry. Ich muss dich leider töten. Du hast mich mit dem Diadem gesehen. Ja! Au! Da ist noch ein Skelett. Das wird's aber. Will mich das Skelett killen? Nee. So weit kommt's noch. Da ist noch eins. Wie viel Skelette braucht der Mensch? Was hatte der da bei sich? Nix. Battle-Armor-Skelette sind das hier. Ist da was? Alter Nordpfeil. Sonst nix. Wie es aussieht. Außer ich habe was übersehen. Kann sein. Komm, Lydia, wir schwimmen. Planschen eine Runde. Machen ein Sitzbad hier. Wie Großmutter. Oh, ein Bär. Sehr gut. Das gibt's. Ist da noch ein Bär? Das sind zwei Bären. Ich glaube, da brauche ich Blitze. Deinen Pelz. Einen noch, sehr gut. Jetzt da kann ich nicht mehr rennen. Ich gut. Bin direkt hinter euch. Dann gebe ich dir was. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Was könnte ich denn der Lydia geben? Den Stab von Jürg Galdursson? Sonst noch was? Habe ich irgendwas Schweres bei mir? Naja, die Bärenpelze sind sehr... Hey, 7 Bärenpelze gestohlen? Was heißt das? Die kann ich nicht hergeben, oder wie?
Ha! Höhlenbärenpelz. Gestohlen. Wenn ich es stehle, ist es dann was anderes? Eigenartig. Ihr geht vor, ich folge. Schauen wir mal. Wir gehen jetzt hier zu den Ruinen und dann geben wir die Bärenpelze ab und reisen dann wieder schnell zurück, weil ich will echt mit den Pelzen da reingehen, weil ich bin mir sicher, dass da drinnen gute Schätze sind, die ich mitnehmen will. Ups. Glocken. Da müssen wir am Riesen vorbei. Nicht gut. Schleichen. Komm, Lydia, wir schleichen am Riesen vorbei. Oh, schon wieder ein totes Haustier. Entweder ist er so jähzornig und er schlägt seine eigenen Haustiere, oder? Der Riese hat uns gar nicht gesehen, der ist nicht sehr aufmerksam. Sorry. Wieder mal die Lydia getroffen. Oder? Nein, nicht mal. Aber ich habe Blut in den Augen. Das bräuchte ich wisch und weg. Die Küchenrolle von Seva. Da oben ist eine Ruine. Ich sehe schon das Zeichen. Sulft. Hey, da ist ein Drachengrab. War mal ein Drachen. Das ist kein Bombentrichter, das ist ein Drachengrab. Ich kenne mich da aus. Ich bin von Fach. Wow, schau, wie farbenfroh. Schau dir das an. Ja, ja, die Zwerge haben schon gewusst, wo sie ihre Ruinen errichten. Ruinen errichten ist gut, ja. Wie sie es errichtet haben, waren es hoffentlich noch keine Ruinen. Zumindest ist jetzt die Lydia passend gekleidet in einer Zwergenrüstung. Wir gehen in eine Zwergenruine. Da fühlt man sich gleich wie zu Hause. Willkommen. Ist hier ein Eingang? Nee. Es ist nur ein Becken für die Sitzbäder. Aber dafür haben sie unten das heiße Wasser. Was haben wir hier? Ist auch ein Eingang. Ist das ein anderer Eingang? Zwergenlagerraum. Wow, Lydia. Ein Zwergenlagerraum. Sollen wir da rein oder zuerst da rein? Dann schauen wir zuerst in den Zwergenlagerraum. Ist sicher nicht viel los hier. Sag ich ja. Bestimmt alles abgeschlossen. Leer. Da war schon einer drin. Zwergenpfannen, Zwergentöpfe, Experte. Scheiße, Lehrling, ist gut. Na also. Da sagt noch einer Lehrling zu mir. Wow, Zwergenbaren. Zum Saufüttern. Gewicht 2, Kupferdiadem. Ist nichts wert. Das ist mehr wert. Das auch. Okay, was gehen wir da rein? Zerstörung. Nein, das ist auch was wert. Irgendwas, was nichts wert ist. Das ist nichts wert. Irgendwas Schweres. Haben wir noch was Schweres? Welche schweren Zutaten? Bienenstockhülle. Ja, die werden wir gleich kosten. Yam yam. Bienenstockhülle. Was macht die? Giftresistenz. Okay. Haben wir da noch was, was wir noch nicht gekostet haben? Den Riesenzeh. Pfui. Salz der Leere. Schmetterlingsflügel. Okay, das andere. Au! Das andere haben wir schon. Wow, diese Schätze. Schau dir diese Schätze an. Alles aus Gold. Was ist mit der Tür? Experte, ja klar, die werde ich aufmachen. Achso. Da
Das ist die Tür. Okay. Ich probiere es halt. Vielleicht habe ich Glück. Ja, ich habe Glück. Ah! Naja, damit war zu rechnen. Aha. Wir nähern uns der Sache. Oh, fast. Oh, shit. Es wird immer wärmer. Na also. Geht doch. Ja, es war viel Glück dabei, ich geb's zu. Zwergenstreitaxt des Feuers. Wow, die geben wir der Lydia. Komm. Ich bin direkt hinter euch. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Nein, du brauchst gar nicht meine Last tragen. Du kriegst jetzt eine schöne Zwergenscheiße. Kann sie nicht mehr nehmen. Sie trägt schon zu viel. Gut, dann nehmen wir ihre weg. Zwergenstreitaxt. Nehmen wir ihr weg. Nehmen. Okay. Und geben ihr die da. Geben. Genau. Geht ihr voran? Die andere, die legen wir da irgendwo her. Da. Nein, die gehen wir in die Truhe. Wir sind ja ordentlich. Die Truhe da. Oh nein, das ist ein Dwemer-Konverter. Da wird alles kaputt da drin. Mensch! Wo gebe ich das jetzt hin? Ah, scheiß drauf, ich gebe es in den Dwemer-Konverter. Zwergenstreitaxt. Ist immer noch drin. Achso, das ist ja kein Konverter, das ist ein Konvektor. Ich dachte schon. Ein Konvektor. Na ja, dann. So. Haben wir jetzt Sulft schon entdeckt oder nicht? Schauen wir mal. Nein, immer noch nicht. Gut, dann geht's darauf, da dampft schon. Alles kaputt. Und dann verkaufen wir unsere Sachen, geben die Pelze zurück. Die bärenpelzigen Pelze. Guck mal da drüben, eine Zwergenruine. Haha. Lydia ist auch nicht auf den Kopf gefallen. Sieht geil aus hier. Ja. Hügel zwitschern. Gut. Ah, Moment, ich weiß gar nicht, wohin damit. Charlidor. So, das ist ein Frostsalze. Klemek. Tembalangarm. Da ist er. Wo ist Tembalangarm? In Ivarstadt. Da haben wir gleich zwei Ivarstädter mit einer Klappe geschlagen. Zum Klimek und zur Pelzlady Langarm. Oh Gott, ein Drache. Was sagt ihr dazu? Jetzt bin ich wenigstens nicht allein. Hoffentlich stirbt nicht der Klimek. Oh, ein Gewitter. Greift er an oder nicht? Hm, die Wachen sind ganz aufmerksam. Komm her, Drache! Oh shit. Ein Frostdrache. Moment, Klimek, ich muss dir was geben, bevor du stirbst. Ah, schön, euch wiederzusehen. Das ist ein Aufstieg, was? Ja. Auf jeden Fall weiß ich es zu schätzen. Ihr nehmt diesen Lohn für eure Mühen. Danke.
Sorry. Aber ich musste dir das geben, bevor du stirbst. Und dir auch. Du bist jetzt der Drache. Moment, Lady. Hallo. Welche Dummköpfe spielen so mit... Schön, endlich mal jemanden zu treffen, der einfache Anweisungen befolgen kann. Ja. Hier ist eure versprochene Danke. Belohnung. Nun muss ich aber wieder zurück an die Arbeit. Ja, den Drachen töten. Wenn sich die Gelegenheit bietet, könntet ihr noch ein paar Bären für mich töten? Ja, ja, klar. Klar, wenn ihr es überlebt. Wo ist jetzt der Drache? Ah, der ist da runtergeplumpst. Nee, geht weg. Tötet nicht meine Auftraggeberin. Moment. Wow, die tun, als wäre nichts gewesen. Wir haben gerade einen Drachen gekillt. Ich weiß eigentlich nicht. Kann ich was tragen? Nicht viel. Scheiße. Bei den Göttern. Temperlangarm, warte mal. Freunde wie ihr sind schwer zu finden und ich schätze sie sehr. Sie hat hier keinen Auftrag mehr. Wenn sich die Gelegenheit bietet, könntet ihr noch ein paar Bären für mich töten. Alten Legenden. Drachenblut. Ja. Drachenblut. Ja, deshalb war ich eigentlich hier. Aber, das ist eine Höhle. Was ist das für eine Höhle? Könnte man die entdecken? Die ist nämlich gleich hier. Gleich im Sack. Mal sehen, wie sie heißt. Bevor sie zu den Stufen geht. Ah! Irgendeine Bärenhöhle, ich sehe schon. Kieferspitzen. Jägersmann. Ein Jägersmann. Oh! Heiliger. Schauen, was da schnell drin ist. Vielleicht ist irgendwas Nützliches drin. Was? Was? Wie was? Siehst du schon was? Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Wieso? Was ist hier? Brutzelt was? Ah, hier. Wieder ein Bär. Weniger.